Hallo Freunde des bequemen Reisens. Hier seht ihr meine Forza vor der Burg Münzenberg. Heute lade ich euch wieder ein zu einer Rundreise, und zwar die dritte Rundreise mit meiner Forza 350. Ich mache diese Fahrt, um über die 1000 Kilometer zu kommen, damit ich nächste Woche bei meinem Händler, dem Honda Mirtis, das Fahrzeug abgeben kann, um die 1000er Inspektion zu machen. Ich habe eine Route gewählt, die mich über Weggesheim, Reichelsheim, Florstadt, Randstadt, Bobbenhausen und Ortenberg führt. Hier kommen wir nach Weggesheim. Hier links ab geht es nach Dornassenheim. Wir bleiben aber auf der Straße und fahren weiter in Richtung Reichelsheim. Wir kommen gleich in Reichelsheim an und biegen in Reichelsheim dann rechts ab in Richtung Florstadt. Diese Fahrschule ist mir eindeutig zu langsam. Eine wunderbare Straße, vollkommen gerade und ohne irgendwelche Hindernisse. Hier kommen wir jetzt nach Florstadt und biegen oben links ab.
Wir fahren weiter über Staden, Mockstadt in Richtung Randstadt. Hier kommen wir nach Staden, wo man links meist recht günstig tanken kann. Hier links geht es auf die Autobahn A45. Hier der Kreisel kommt vor Niedermockstadt. Das ist Obermockstadt. Hier rechts unser Honda-Händler Mirtes. Ich mache für ihn keinerlei Werbung, aber man kann das ja wohl mal sagen, wo letztendlich die Motorräder oder Honda-Motorräder hier aus dem Kreis herkommen. Wir nähern uns Randstadt. Wir müssen allerdings hier vorne gleich links abbiegen, da die Weiterfahrt geradeaus in Richtung Selters im Moment gesperrt ist. Hier links ist auch meist das Tanken relativ günstig.
Hier links kommt gleich die Abfahrt in Richtung Dauernheim. Hier rechts biegen wir ab in Richtung Boppenhausen. Hier durchfahren wir das Art Belmuth. Diese Strecke wird relativ selten von Motorradfahrern gesucht oder besucht. Meistens Nordortsansässige, die diese Strecke kennen. Das ist ein wirklich malerischer Ort. Es geht weiter in Richtung Boppenhausen 1, wo wir dann bei der ersten Möglichkeit rechts abbiegen. Hier biegen wir rechts ab in Richtung Wippenbach und weiter nach Ortenberg. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke hier. Die Straßen sind neu gemacht und eigentlich wunderbar für Motorradfahrer. Aber auch diese Strecke wird selten von Motorradfahrern benutzt. Man sieht, es ist kaum Verkehr. Ein paar Autos, die hier von den Einheimischen benutzt werden.
Ein schöner Tag heute, eine schöne Straße und die Forza schnurrt vor sich hin. Ich habe keine Ahnung, wo diese kleine Pfeife herkommt, die ich sonst eigentlich nie gehört habe. Das hier ist Wippenbach und quasi ein Vorort, wenn man so will, von Ortenberg. Hier beginnt Ortenberg. Wir fahren hier weiter bis zum Ende der Straße und dann links. Hier biegen wir links ab in Richtung Gedern. Hier kommen wir nach Eckartsborn. Hier muss man auch aufpassen, da stehen Blitzer auf der linken und auf der rechten Seite. Hier sind wir in Lisberg. Hier muss man auch aufpassen, da steht ein Blitzer auf der linken Seite. Hier kommen wir nach Hirzenhain. Weiter geht es nach Merkenfritz und von dort nach Gedern.
Hier sind wir in Märkenfritz. Hier links ab geht es in Richtung Steinberg. Hier befinden wir uns in der Stadt Gedern. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier gibt es ein gutes Eis. Hier gibt es eine sehr, sehr gute Bäckerei, wo man auch, also quasi ein Café, wo man sich niederlassen kann und einen super Kuchen bekommt. Wer hier tanken muss, der kann das an zwei Tankstellen tun. Alle hier am Ausgang des Städtchens. Wir biegen sofort links ab auf die berüchtigte Motorradstrecke, die zwischen Gedern und Schotten ist. Sehr gerne benutzt von Motorradfahrern und bei gutem Wetter und an Wochenenden richtig übervölkert. Heute relativ wenig Verkehr, trotz des traumhaften Wetters. Ich wundere mich ja schon. Kein Motorrad in Sicht, weit und breit. Doch getäuscht. Es war ja tatsächlich einer unterwegs. Hier rechts ab geht es in Richtung Burkhardts. In Burkhardts gibt es ein gutes Hotel mit viel Parkplatz und super Essen.
man muss schon sagen, eine wirklich sehr schöne Motorradstrecke. Aber auch mit dem Auto kann man hier wunderbar entlang fahren und sich an dem Umfeld erfreuen. Ein echtes Wunder, kein Motorrad weit und breit. Heute ist Donnerstag. Eventuell liegt es ja doch daran, dass viele der Motorradfahrer noch arbeiten müssen. Ich als Rentner brauche das natürlich nicht und kann meine Zeit genießen. Noch einmal zurück zur Forza 350. Ich wusste ja bereits, dass die Ansauggeräusche ähnlich der SH350 sein werden, aber über längere Strecken stört mich das schon. Ich werde also bei längerer Fahrt versuchen, Ohrenstöpsel zu benutzen, damit dieses lästige Ansauggeräusch einfach weniger wird. Aus den Foren weiß ich, dass sich offensichtlich nicht viele daran stören und nur Einzelne, so wie ich, das als lästig empfinden. Auch ein Gespräch mit dem Herrn Mirtes hat mir eigentlich nur die Information gebracht, dass wohl die Italiener und Spanier auf so etwas stehen. Wer an Durchgangsstraßen, an Wochenenden speziell, wohnt, der wird häufig durch die überlauten Motorrädern und hochdrehenden Motorrädern, meistens auch noch ohne Silencer in den Auspuffen, doch sehr gestört.
Das müsste nicht sein und müsste weit besser kontrolliert werden. Trotz meiner Überlegungen zu der Lautstärke von Motorrädern habe ich hier schon eine Abkürzung genommen, um nicht an der Ampel in Schotten anhalten zu müssen, sondern fahre eine kürzere Strecke, die mich dann weiter nördlich wieder zur Hauptstraße bringt. Auch diese Abkürzung ist wenigen bekannt und meist nur von den Einheimischen benutzt. Ich fahre jetzt die Strecke von Schotten nach Laubach. Diese weitere bekannte Motorradstrecke mit vielen schönen Kurven, einer guten Straße. Und es ist leider häufig so, dass hier Motorradfahrer verunfallen, die diese Strecke unterschätzen bzw. ihr Können überschätzen. Genießt diese schöne Streckenführung jetzt ohne meine Kommentare. Wie ihr auch hier sehen könnt, keine Motorräder, weit und breit.
Auch Autos sind relativ selten und ich genieße diese Fahrt. Unglaublich. Zwei Motorradfahrer. Es gibt sie scheinbar doch. Leute, und ich wundere mich über fehlende Motorräder. Hier sind direkt vier Stück. Ich frage mich, wo die Motorräder sind. Hier kommen sie. Na, wer sagt's denn? Weitere Motorräder, die kommen. Diese Strecke hier von Laubach nach Schotten scheint doch deutlich beliebter zu sein. Zum Schluss meiner Rundtour möchte ich noch ein paar Eindrücke wiedergeben. Es ist so, die Forza ist wirklich ein sehr, sehr schöner Roller. Mit der einen Ausnahme, die Ansauggeräusche. Aber da gehen ja die Gedanken auseinander. Ich fahre jetzt in Laubach ein. Das ist auch das Ende meiner kleinen Tour. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.